Frau Schkeldenz bei Kfz-Putzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Albisch, wie geht's dir? Danke, gut. Und selbst? Oh ja. Das Ding ist verbleicht. Und das sieht gut aus. Ich hab da was besorgt gehabt, aber selber noch nie ausprobiert. Du siehst, die sind erblindet, die sind gelb geworden. Von den ganzen UV-Strahlungen ist es verboten, das Ganze aufzubereiten. Wenn ihr mich fragt, ich find's ein bisschen Blödsinn. Lieber fahre ich mit aufbereiteten Scheinwerfern als so. Und hier siehst du, hier haben die mal damals einen neuen eingebaut. Und dann, ja, nach der Zeit ja, ist jetzt die Seite dran. Und ihr wisst ja, wir dürfen das nicht aufbereiten, wir als Werkstätte sowieso nicht. Aber wenn man das tut, Betriebserlaubnis geht flöten. Aber wie sieht das eigentlich ganz hier hinten aus? Weil hinten streuen wir ja nicht wirklich viel. Eigentlich, wo du jetzt gerade rückwärts gefahren bist, das Ganze blendet dich schon. Wie ist das? Ich sehe gar nichts. Okay, ich will nur mal an. Licht ist an. Ja. Ja, und jetzt Bremse. Du hast recht, da ist was Störendes dran. Wenn du das siehst, dann siehst du richtig, wie das Ganze streut. Und wenn du jetzt eine Bremse drückst, dann streut das ja mehr. Siehst du, ne? Mhm. Und guck mal, wie klar das hier ist. Mhm. Das sieht man hier eindeutig. Guck. Hier betrifft das Ganze nicht, aber nur in der Mitte. Und weißt du, was das Geile ist? Das Äußere ist günstig, der Innere ist teurer. Was für ein Zufall. Mhm. Ich habe es noch nie ausgepackt, Leute. Also wir haben jede Menge Schleifpapier. Das ist Kaffeebecher, falls du bei der Arbeit ein bisschen länger brauchst. Elektrisch. Das ein Wasserkocher und Wasserkocher. Eine Teetasse. Genau was für dich. So ein Schlauch. Ja, so zwei Gummidichtungen. Trichter, das kommt hier drauf. Okay. Ein Deckel, das ist irgendwie eine Flüssigkeit, ob das Chemie ist oder nicht, aber glaube ich schon. Also macht man das Ganze so drauf, heißt die Flüssigkeit hier drinne, packen wir hier rein, das Ganze wird heiß und dann dampfst du das so raus. Und ich habe mich sogar gefragt, funktioniert das eigentlich oder sieht das jetzt nur so aus? Ja, und das werden wir heute ausprobieren. Das werden wir sehen, ich bin gespannt. Ey, da haben wir so ein Schleifpad, finde ich nicht schlecht. Mhm. Packst das so drauf und dann Kleppband zum Abdenken. Das Ganze wird ja erhitzt. Guck mal, mit Autodings. Ach, cool. Ah, das habe ich ja gar nicht gesehen. Hast du stimmt. Nicht? Falls eure Freundin einkaufen geht und ihr nichts Besseres zu aber während der Fahrt ist gut. Während der Fahrt könnt ihr das machen. Dann könnt ihr auch gucken, ob das Lichtbild sich ändert oder nicht. Das ist aber kurz, ne? Wenn es jetzt nicht teurer geworden ist, ich habe, glaube ich, 40 Euro dafür bezahlt. Nicht okay. Mal. Und die Dichtung, glaube ich, ne, da brauchen wir jetzt kein Experte sein. Hier rein, so, dass das später an den Seiten nicht rauskommt. Ah, gut. Das ist ja Chemie, muss ja ein bisschen geschützt sein. Genau. Ne? Und apropos Chemie, wenn ihr das später nutzt, müsst ihr auf jeden Fall Handschuhe, Maske tragen. Die Rücklichter abdecken. Nicht, dass wir auf den Lack drauf kommen. Das Erste, was wir machen müssen, oberflächlich reinigen. Das ist kein Schmutzmuster drauf sein, weil sonst beim Schleifen wird ihr den Schmutz hin und her schleifen und dann wird ihr tiefe Kratzer reinmachen. Mit dem Schleifpapier müsst ihr immer selber schauen, aber ich bin in der Regel 600er, dann 800er, dann 1000er. Wichtig ist dabei Wasser. Und das Ganze würde ich jetzt so eintupfen. Und dann würde ich anfangen. Eidosch. Das ist natürlich auch gleichzeitig super Armtraining für die Leute, die natürlich einen 50er Bizeps haben möchten. Würde ich das auf jeden Fall dreimal die Woche empfehlen. Dreimal die Woche? Mit 15 Wiederholungen. Oder bis zum Muskelversagen. Da. Jeder läuft oder so. Ey, was auch Arm trainieren? Wie fühlst du das jetzt an? Ey, nicht mit deinen dicken Pfoten. Meine dicken Pfoten? Danke. Ich hab gesagt dreckige. Du hast dicke Pfoten gesagt. Ich hab dreckige gesagt. Dick. Ich hab schöne. Ja, hast du auch. Ich hab doch gesagt, dreckig. Ich mag meine Hände. Was passiert? Dicke Sachen. Frauen hören auch nur das, was sie hören wollen. Ne? Dicke Finger. Das ist auf Kamera, das werden wir hören. Ich werde mir das anhören. Ja, hör dir das an. Ey, nicht mit deinen dicken Pfoten. Schleifst du jetzt nochmal mit einem anderen Schleifpapier? 1200 nehme ich jetzt. Ist der jetzt gröber oder ist der jetzt... Der ist feiner. Ah. Desto höher, desto feiner ist das Zeug, habe ich ja gar nicht okay, gesagt. Ja, gut, ich kenne mich nicht aus. Ja, ja. Das war's. Jetzt machen wir den wieder sauber. Ich bin dein Mechaniker. Jetzt machen wir Breaking Bad. Gut. Ungefähr die Hälfte habe ich reingemacht.
mach das jetzt hier drauf. Die kleine Leuchte, wo sagt jetzt, okay, der ist ready oder so. Ja. Müsste wie ein Wasserkocher jetzt warm werden. Oh, der wird warm. Okay, wir lassen den jetzt erstmal so und kommen, wenn es gleich soweit ist. Und dann machen wir die Rückleuchte. Bin auch gespannt. Aber ich verstehe nicht. Ich glaube, das ist noch nicht ganz heiß, kann das sein? Vielleicht hat er noch nicht die Wirkung. Ich glaube, das ist zu wenig. Sonst hau alles rein, komm. Also hat jetzt nicht geklappt richtig, weil ich glaube, der entwickelt nicht richtig Dampf, ne? Ich glaube auch nicht. Lass mal komplett alles reinmachen und dann nochmal. Mach ich mal. Ja, wir haben jetzt ordentlich reingemacht, keine Ahnung wie viel. Und das Ganze jetzt nochmal warm laufen. Schon gut aus. Der will aber irgendwie auch nicht, ne? Kann das sein, dass ich vielleicht nicht richtig gut geschliffen habe? Vielleicht muss ich noch mehr schleifen. Meinst du, musst du noch mehr ab? Ja. Komm, wir geben dir noch eine Chance. Ich schleife das jetzt gleich Ganze nochmal richtig schön, viel mehr als vorher und dann probieren wir das nochmal. Also jetzt haben wir den aber richtig gut geschliffen. Jetzt aber. Aha, jetzt wirkt er schon ganz anders. Oh ja. Komisch, an manchen Stellen ist es nicht, nimmt das so nicht an, ne? Das ist jetzt beim zweiten Mal auf jeden Fall besser geworden. Rum ist es richtig krass geworden. Nur die Seiten sind so ein bisschen. Ja, weißt du auch warum? Weil ich die Stellen, glaube ich, nicht gut geschliffen habe. Meinst du? Ich glaube schon. Was heißt das? Nochmal schleifen. Nochmal schleifen. Alter, wie war das nochmal? Alle guten Dinge sind 3. Jetzt habe ich das Ganze mal ausgebaut, weil wir, weil man sieht ja, hier in der Mitte ist es super geworden, aber hier außen nicht. Und ich hatte ja Angst gehabt, ganze Zeit beim Schleifen, dass ich hier irgendwie die Farbe treffe vom Auto. Und jetzt unser allerletzter Versuch. Oh ja. Aha. Ja. Wow, aber jetzt sieht's perfekt aus. Wow. Echt wow. Krass. Ja, das ist super. Also man muss echt sehr, sehr lange schleifen für die Rückleuchten. Guck dir das an. Super, auf jeden Fall. Hier sieht man die LEDs jetzt sehr schön. Und guckt euch hier an, merkt ihr das? Es ist so nebelig so. Guck mal hier, alles schön klar.
Nichts blendet dich und achtet mal hier. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Alter, es ist richtig gut geworden. Also Leute, ich könnte ja gerne mal in die Kommentare schauen, aber ich finde, das ist richtig gelungen. Hier. Das Ding ist geil. Wir werden das gleich natürlich auch vorne probieren. Schön alles abdecken und dann schleifen wir mal. Würdest du das Licht auch ausbauen wollen lieber oder so machen? Nein, hier vorne natürlich nicht, dann müssen wir viel abbauen. Okay. Wahnsinn. Ja, ich mache das erstmal fertig. Eidosch, du machst natürlich hier die andere Seite. Ja. Viel Spaß. Danke. Ist ja nicht geschliffen? Nein, ich muss jetzt noch mit. Ich habe 360er benutzt, jetzt muss ich weitermachen mit. Ja, ich habe gesagt, das habe ich zu Ende geschliffen, aber auch egal. Das ist jetzt mattiert. So muss eigentlich ein Scheinwerfer aussehen, bevor ihr das Ganze dann halt loslegt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es im Scheinwerfer vorne ist. Also, wo rede ich so? So, jetzt probieren wir vorne. Da bin ich mal gespannt. Oh mein Gott. Wow. Wow. Was ist das denn? Nein, oder? Das, was? Das sieht brutal aus. Was? Warte. Ey, das klappt ja vorne noch besser. Ja. Deswegen zeigen sie in der Werbung nie die Rückleuchten, wie sie die Rückleuchten damit machen, sondern die Frontleuchten. Wahnsinn. Ey, guck dir das an. Der wird gleich wie neu. Also ich hätte echt nie gedacht, dass das so gut funktioniert. Meine Güte. Ich dachte echt, das ist fake. So, in den Frontleuchten sieht man das ja. Hammer. Guck dir das an. Wie das gerade eben aussah. Jetzt sieht er aus wie der rechte. Also jetzt ganz ehrlich, Leute, der ist zwar neu, der sieht aber neuer aus. Ja. Ne? Wahnsinn. Hey, Wahnsinn. Ich bin mit 360, mit 800 und 1200 Papier einfach drüber gegangen. Aber nur 10 Minuten bin ich da drüber gegangen. Das ist Wahnsinn. Also Effekt, vorher, nachher, ich würde sagen krass. Und das Geile ist jetzt, Leute, ihr habt automatisch euer UV-Schutz drauf. Das soll angeblich bis zu 5 Jahre halten. Aber wenn ihr es auch als Testzwecke irgendwann benutzen wollt, ich habe es unten verlinkt, gönnt euch das auf jeden Fall. Ja, das sieht man ja richtig, wo du jetzt gemacht hast und wo nicht. Ne? Das ist Wahnsinn. Sieht gut aus. Und? Was ist die Prognose? Es wirkt. Es wirkt. Ich find's gut. Was sagst du? Meine Seite ist total schön geworden. Deine wie Seite, neu. Deine Seite ist echt besser geworden. Aber warum? Weil wir das Ganze ja schon ausgebaut Zustand gemacht haben. Ja, das stimmt. Ja. Richtig schön, ne? Ja, ist schön geworden. Rückleucht ist auch gut geworden, Eidosch. Richtig gut. Ne? Na, super. Ja, dann schauen wir mal, wie viel wir verbraucht haben. Machst du jetzt den Rest wieder rein? Den Rest müssen wir wieder reinmachen. Ein bisschen hat er was verbraucht wahrscheinlich. Der Chemiker hier. Rückleuchten weiß ich nicht. Ihr könnt gerne in meine Kommentare schreiben, ob man das darf oder nicht. So viel ich weiß, die Katzenaugen, das darf nicht streuen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man Rückleuchten halt nicht aufbereiten darf. Weil davor habt ihr ja gesehen, das Ganze hat gestreut. Wir haben das jetzt gemacht, er streut nicht mehr. Ist super geworden, sogar Eilandseite ist sogar noch besser geworden. Hier könnte man noch mal vielleicht einen Durchgang machen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dieser Test. Hab ich
ich gerne getestet. So, danke schön, Aidosch. Bitteschön. Und ihr bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der Kraftsituation. Bis dann, haut rein. Ciao. Aidosch, mach mal Breaking Bad. Blaues Zeug. Auf jeden Fall.